Heute gibt's das Icon Pack. Ich bin so gespannt. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und habe gesagt, wenn ihr innerhalb einer Stunde 250, also man konnte auf Ja oder Nein tippen, Ja's macht, dann werde ich das Icon Set machen. Ihr habt's geschafft. Icon Set, ja, ist gemacht. Wir haben aber zu meiner Verteidigung, wir hatten 500.000 glatt auf der Uhr. Jetzt haben wir 168.000, bedeutet, wir haben ganz genau 332.000 bezahlt. Ist sogar noch in Ordnung, wenn ihr denkt, es kostet, wenn ihr auf Footbin es bauen wollt, glatt 500.000. Ich werde euch mal kurz zeigen, ja, was wir denn dafür so abgegeben haben. Habe extra die Screenshots hier gemacht. Leider nur drei Screenshots, weil eine SBC, die 83er SBC, hatte ich schon vor Wochen gemacht. Und ich glaube nicht, dass ich da einen Screenshot gemacht hatte. Oder nein. Da hatte ich einfach zu viele und musste dann die SBC abschließen, sonst hätte ich Eastcode 86er abstoßen müssen. Habe dann die SBC abgeschickt. Und ja, das war's. 87er, alles untradable, bis auf Alderweireld, oder wie er ausgesprochen wird, Lloris und Laporte. Alisson ist untrade, David Silva ist untrade, Leroy Sané untrade, Vardy untrade. Also das ist wirklich alles andere untrade gewesen. Hier haben wir 60.000 bezahlt für die Dreier-Innenverteidigung. Hier hat wehgetan Alisson, muss ich sagen, und Sané. Vardy hat mir sowieso nicht so gefallen. Wenn ich will, kann ich mir sowieso den Inform von Vardy holen, kostet 20.000 auf dem Markt. Aber hier ist das Problem, Sané... Ja, war schon ein geiler Sub, muss man sagen. Und Alisson halt als Untrade-Torwart war es wirklich nicht schlecht, aber kann ich mir auch den normalen Alisson holen? Großes Upgrade ist es dann nicht. Und durch Alisson haben wir uns sehr, sehr viele Coins gespart. Dann haben wir die 86er SBC. Hier hatten wir alles wieder Untrade, bis auf die Doppelverteidigung, also Doppelinnenverteidigung plus Lloris. Also wir mussten die drei Tottenham Spieler da holen. Trent Alexander-Arnold heute Morgen in Division Rivals Untrade noch gezogen. Und alles andere hatte ich auch einfach Untrade in dem Verein, wie Casemiro, Brandt, Mandzukic. Und hier hatten wir dann auch nur ca. 70.000 bezahlt. Und das war dann die SBC, wo wir gar nichts mehr Untrade hatten. Und hier haben wir dann 170 oder 180 bezahlt. Ich bin mir gerade nicht sicher, könnt ihr auf Footbin nachschauen. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt, nicht, dass das Mikrofon wieder im Weg ist wie im letzten Video. Aufnahme läuft doch perfekt. Okay, das ist dann alles, was wir abgegeben haben. Ich werde das Pack jetzt öffnen, aber euch erst am Ende zeigen, weil gleich kommen noch die Top-Partien SBCs und die Footbiss-SBCs. Und dann werde ich das hier am Ende hincutten und davor noch die Footbiss- und Top-Partien hincutten. Dann sehen wir uns gleich wieder bei den Footbiss-Spielern und ja, die Top-Partien. Okay, Jungs, ganz komische Aufnahme. Wir haben 19 Uhr. Ich habe gerade mein Icon-Pack gezogen. Das werdet ihr gleich sehen. Gonzalo Guedes ist gekommen und Kai Havertz. Oha. Ich will das auch nicht zu lang ziehen, weil, ja, wie ihr schon wahrscheinlich im Titel gelesen habt, wurde eine überkranke Icon. Ihr werdet es gleich sehen. Wir machen das ganz schnell. Havertz, erster Blick, sieht überkrank aus. Ihr kennt ihr noch von letzten FIFA die Trotzkarte. 4-4, sehr, sehr starke Stats. 93 Sprintgeschwindigkeit, 80 Antritt, 85 Abschluss. Krasse Karte. Und Gonzalo Guedes. Auch sehr, sehr gute Karte, muss man einfach sagen. 85er. Ich kann gerade gar nicht nachdenken, Jungs. Tut mir leid. Wir haben gerade so eine krasse Icon gezogen. Werdet ihr ja, wie gesagt, gleich sehen. 80 Abschluss, 93 Antritt, 92 Sprintgeschwindigkeit. Stabil. Wir schauen uns erstmal an, was man denn so braucht für Havertz. Eine SBC nur. Kann günstig werden. 85er Team. Das lohnt sich. Safe. No joke. Die SBC wird sich lohnen. Ich gehe mal davon aus, 85er Team wird ungefähr glatt 100.000 kosten vielleicht. 90.000, 100.000 für so eine Karte. Wirklich sehr, sehr krass. Kann man sich mitnehmen. Würde ich jetzt auf den ersten Blick einfach so sagen. Portugal ein Team of the Week Spieler. 83er Team. 83er Team. Den muss ich mir mitnehmen. Den nehme ich mir safe als Super Sub mit. Das ist wirklich mal ein gelungener Footmiss-Tag. 83er Team. Hier bezahlt man vielleicht 30.000, 40.000. Und dann ist noch er gekommen, POTM von der französischen Liga. Bestimmt auch ein 82er Team oder 83er Team. Super Sub vielleicht, aber mehr auch nicht, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Weil er mir einfach zu wenig Schießen hat und halt nur 3 Sterne schwache Fuß. Da würde ich mir lieber so eine SBC wie Kent mitnehmen, die gestern rauskam. Oh, wir haben noch eine Bolassi SBC. EA haut raus. Die Karte sieht auch so krass aus. Ich glaube, ich nehme mir doch kein Kent mit. Und nehmen wir lieber einen Bolassi mit, Jungs. Und wir gehen einmal raus aus FIFA und schauen mal, ob morgen das Road to the Final Event kommt. Aber Bolassi sieht krank aus. Das Video hat gerade überhaupt keinen Sinn, da ist so viel Theater drin. Weil diese Icon, die ich gezogen habe, ja, hat mich gefickt. Ich sag's euch, wie es ist, Jungs. Ich bin gespannt, Road to the Final Ankündigung oder nicht jetzt im Menü? Keine Ankündigung von Road to the Final, okay. Dann wahrscheinlich nächste Woche. Warten wir einfach mal ab, vielleicht hauen sie es auch einfach random morgen raus, ohne Ankündigung. Aber eine Woche ohne Event würde uns, glaube ich, allen ganz gut tun. Aber trotzdem sollen morgen die Icon oder die Prime-Icons, besser gesagt, in den Packs kommen. Da sind wirklich zu viele geile Sachen heute gekommen. Wirklich ein gelungener FIFA-Tag, würde ich sagen. Auch mit der Icon noch. Bolassi sieht sehr, sehr krass aus. Wir werden kurz Top-Partien abschließen. Werden uns dann hier die Packs gönnen. Sind jetzt nicht die heftigsten Packs. Ich will das Video auch nicht zu lang ziehen. Wir machen es dann fürs morgige Video. Morgen Packs. Wir gehen jetzt ins Icon-Pack rein, nicht, dass das Video noch zu lang geht. Ja, let's go. Okay, wir haben jetzt erstmal hier 3 Goldspieler-Upgrade-Sets da von diesen... Von der Icon SBC und diesmal sogar tradable. Komm, wir müssen auf dem Monitor wieder schauen wegen Delay. Komm schon, fahr rein. Stellt euch mal vor, wir ziehen dann hier was.
Oh Gott, bitte, wir holen Coins zurück, bitte. Aber ich will mich wirklich nicht beschweren, weil wir bekommen Coins wieder zurück. Tradable, am Ende, wir haben jetzt 330.000 bezahlt. Aber die Coins von Thiago rechne ich auf jeden Fall jetzt nochmal ab. Und die bekommen wir wieder. Thiago kostet glatt 20.000 Coins, Jungs. Okay, ich habe es kurz bei Football am Handy nachgeschaut. Bedeutet, Standpunkt, jetzt haben wir glatt 312.000 für die Icon SBC bezahlt. Wenn wir irgendwie ja noch unter 300 kommen, dann wäre es sogar gut für 200.000 Icon SBC. Komm, machen wir mal das nächste Pack auf. Vielleicht kriegen wir einen Totti Walkout. Bitte. Thiago war schon ganz okay, aber hätte ein besserer Walkout sein können. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir fahren nochmal rein. Das wäre so gut gewesen. Ibra. Auch 7.000, 8.000. Und jetzt sind wir bei 302.000, 303.000, die wir bezahlt haben. Mit dem anderen Pack sollten wir dann glatt 300.000 bezahlt haben. Was wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. 9.000 für Ibra, Jungs. 9.100 stelle ich ihn mal rein. Der Rest kommt in den Verein. Und wir haben jetzt, können wir einfach sagen, 303.000, juckt keinen. Wir haben 300.000 glatt für die Icon SBC bezahlt. Was jetzt wirklich gut ist. Wir haben 30.000 aus den Packs wiedergeholt. Obwohl es hier nur zwei seltene Spieler sind. Obwohl, ja, hier fahren wir jetzt natürlich nicht rein. Aber ist in Ordnung. Ich bin zufrieden. Und jetzt gehen wir ins Icon Pack. Icon Set. Keine Verteidigung. Ich will das Video jetzt wirklich nicht in die Länge ziehen, Jungs. Nicht falsch verstehen. Aber schaut euch hier meine Verteidigung an. Wir brauchen wirklich keinen Verteidiger. Wir haben Malcuit, wir haben Hernandez, wir haben einen Robertson, wir haben sogar noch einen Semedo auf der Transferliste, wollte ich sagen. Im Verein haben wir noch sogar hier einen Semedo. Also bitte kein Verteidiger, EA. Verteidiger kann ich nichts anfangen. Klar, wenn Ferdinand kommt, bin ich zufrieden, aber brauche ich eigentlich nicht. Gebt mir einen offensiven Spieler. Ihr wisst, mit was ich zufrieden wäre. Eusebio, Cruyff, Zidane, Ronaldo, was auch immer. Wird die heilige Nase richten, bitte. Bitte, bitte, bitte. Komm schon! EA, bitte. Bitte gönn. 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 Zidane. Ja! Vieira, let's go! Schade, dass kein Zidane wurde. Boah, bin ich aufgesprungen. Wir haben es geschafft. Wir haben nicht gefailt. Wir haben Vieira gezogen. Ich habe ihn im letzten FIFA auch ein Base-Upgrade gezogen. Alter, wir haben Vieira gezogen. Ich muss meine Mütze wieder anziehen. Ey, Mann. Ich hol kurz meinen Bruder. Wir reacten jetzt live drauf. Oh mein Gott, ich dachte, es wird Zidane. Ich dachte, es wird Zidane. Klar, Vieira ist unglaublich gut. Niemals falsch verstehen. Aber ihr wisst, mit Zidane, es wird zu krass gewesen. Ich gehe kurz meinen Bruder holen. Icon-Pack gemacht. Ich dachte Zidane. Man sieht dich, komm, wenn du nicht gesehen werden willst. Ich dachte Zidane. Weil ZM geht nur Vieira und Zidane, glaube ich. Genauso krass finde ich. Ja, ist auch, aber du weißt, was ich meine. Zidane wäre nochmal geiler wegen nur neue Icon, hätte ich offensiv spielen können. Junge, Vieira, bist verrückt. Das ist krank, Junge. Puh, hast ich habe. Hast du nicht letztes Jahr gehabt? Ja, auch, habe ich gerade noch erzählt. Letztes Jahr auch gezogen. Ich habe 300.000 bezahlt. Boah, kranke Karte, Jungs. Let's go. Let's go. Ey Mann, Jungs, ein Kumpel hat angerufen. Jetzt mittlerweile eine halbe Stunde später kurz mit Facecam die letzte Szene hier aufnehmen. Ja, Vieira ist es am Ende geworden. Ich wollte jetzt keinen Abschied ohne Tschüss zu sagen und so. Sehr, sehr gerne ein Like da lassen, sehr gerne ein Abo da lassen. Ich muss nochmal sagen, checkt meine Partner ab. Aimbro, M-O-G-A, wenn ihr euch irgendwelche PSN-Karten holen wollt, über meinen Link sehr, sehr gerne machen. Und ansonsten, ja, Vieira haben wir hier einmal gezogen. Ich wollte euch nochmal kurz zeigen, das ist zu krass. Klar, ich freue mich jetzt im Nachhinein immer noch extrem über Vieira. Das ist gerade übertriebenes Meckern auf hohem Niveau, aber es hätte wirklich ja nur Zidane oder Vieira werden können. Mit Zidane hätte ich, glaube ich, meinen Spielspaß wieder gefunden, aber natürlich Vieira, sehr, sehr gute Karte. Kann ich perfekt jetzt mit Hernandez einbauen und Malcuit. Und warum ich jetzt auch diese Endcard-Szene nochmal aufnehme, ihr müsst mir sehr, sehr wichtig in die Kommentare schreiben, wie könnte ich dieses Team vervollständigen. Ich habe halt noch wirklich genug Coins, aber ich habe hier eine UV-Liste am Start. Haben wir noch hier eine Seite und dann noch 3-4 Seiten, glaube ich, insgesamt sind es. Oder 3 Seiten. Ja, schreibt mir rein, wir sagen mal bis 2 Millionen. Schreibt mir mal rein, wie ich dieses Team vervollständigen könnte. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann soll es erstmal vom Video gewesen sein. Auf die SBC-Karten bin ich jetzt nicht richtig eingegangen, aber ich kann euch nochmal grob sagen, wo sind sie denn? Havertz für 100.000 lohnt sich 100%, wenn man ihn einbauen kann. Ein Gradis für 30.000 Saves kann man sich mitnehmen als Super Sub. Was kam noch? Ihn würde ich nicht mitnehmen. Dafür gibt es bessere Karten wie einmal Bolassi oder Kent oder Forrest. Und dann haben wir noch eine 80+ Upgrade SBC. Wie jetzt? Was habe ich denn verpasst? 80+ Upgrade SBC. Morgen im Video, Jungs. Morgen im Video. Das ist gerade viel zu viel. Hier, moin, habe ich das jetzt gesehen. Ey, ich muss das Video beenden, Jungs. Ich zieh's absolut sonst in die Länge. Tut mir leid. Beste Männer, ich wollte sowieso ein Video aufnehmen mit einem Special Guest. Kommt dann wahrscheinlich morgen online. Haut da rein. Ansonsten, Jungs, morgen Pack-Experiment. 80+ Upgrades. Wir sehen uns morgen 15 Uhr wieder. Haut da rein. Bis morgen und ciao.